Christus stillt das Verlangen nach Leben, nach Liebe, nach Geborgenheit und Sinn. Er erfüllt unsere Sehnsucht in einer Weise, die alles Irdische übersteigt. Die Freude über diesen Glauben will bei uns dann nach außen treten. Und in der Prozession tragen wir den Herrn in Gestalt des geheiligten Brotes durch unsere Straßen. Und in der Monstranz leuchtet er in unsere Welt hinein. Und wir demonstrieren, was die Welt im Innersten zusammenhält. Nämlich Jesus Christus, die Mitte und das Herz der Welt. Schenke deiner Kirche, was diese Gaben geheimnisvoll bezeichnen, die Einheit und den Frieden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Erhebet die Herzen. Wir erhalten sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist völlig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht. Der Herr, heiliger Vater, mächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Zu unserem Herrn Jesus Christus. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten. Und mit all den Scharen des himmlischen Heeres, den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Unser Leben ist gegründet. Stelle dich auf feste Welt, ich stelle
Sie sahen nach den Berichteten fünf Brote und außerdem zwei Fische. Da befahl er ihnen, den Leuten zu sagen, sie sollten sich in Gruppen ins Grüne, das Gras setzen. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Darauf nahm er die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute austeilten. Auch die zwei Fische ließ er unter allen verteilen und alle aßen und wurden satt. Als die Jünger die Reste der Brote und auch der Fische einsammelten, wurden 12 Körbe voll. Es waren 5000 Männer, die von den Broten gegessen hatten. Mit himmlischem Segen sei gesegnet dieser Ort und alle, die hier wohnen. Im Namen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte euch allen recht herzlich danken für die Teilnahme unserer Leichnamsprozession. Besonderer Dank gilt unseren Vereinen der Musik, dem Trachtenverein, den Pfadis, der Feuerwehr, unseren Mädchenchor, den Ministranten, aber natürlich auch euch allen, liebe Mitbürger dieser Gemeinde. Ihr habt hier wieder ein großartiges Zeugnis für unseren Glauben abgelegt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Aber wir wählen doch zum Abschluss Musik der eigenen Vertonung vom großen Gott. Haben Sie da oder andere etwas Neues, gell? Und dann wollen wir mitsingen, wenn wir es können. Jesus Christus.